Warten, was habe ich gehört? Inklusion. Schon mal was gehört davon? Was ist denn bitte? Was ist mit dem Klo, was? Nix Klo. 5. Mai, europäischer Protesttag für die Gleichstellung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Na, da bin ich doch dabei, wa? Und da sind wir auch mit dabei. Bei der zweiten Online-Party von Handicapped heute zum Motto die Party zum Protest. Herzlich willkommen! Ja. Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im Studio heute Sarah. Ja, Sarah. Nicht Jasmin, Sarah. Heute ist Sarah am Start. Hallo, ihr lieben Leute im Fernsehen. Ich möchte gerne, dass ihr heute gut mittanzt. Wir sind die Pankoa Band aus Mendocino. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle online seid. Auch meine Eltern, auch meine Freunde. Und los geht's. 1, 2, 3, 4. Straße seit Nan Fernando. Da stand der Wir haben Spaß. Hallo, willkommen bei uns in der Zukunftssicherung. Oh, du armer Flo, hast 6 Beine und du hüpfst nur so. Oh, du armer Flo, hast 6 Beine und du hüpfst nur so. Und King Pommes vom Superstar Sound System heute auf unserer Online-Party am Internationalen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen und im Namen der Inklusion. Vielleicht, was bedeutet euch der Tag und der heutige Abend? Also der heutige Abend war ein voller Erfolg. Wir haben hier eine ganz tolle Party zusammen alle gefeiert, weltweit. Und für mich bedeutet Inklusion, dass wir irgendwann genauso viel Publikum haben wie Leute, die nicht inklusiv sind. Ganz genau, darauf arbeiten wir auch hin. King Pommes, hast du noch was zu sagen?
Ja, da hat sich Spaß gemacht. Party ist besser, wenn das Corona ist, haben Leute nicht rauskommen können. Und deswegen machen wir für Leute gute Laune, Lachen bringen gut und viel mehr Auftritt und viel mehr Musik. Und deswegen arbeiten wir jungen und alten Leuten, wir Auftritt machen, vorzeigen, was wir können und was nicht Leute können. Machen dafür arbeiten wir Musik und Auftritt und alles. CDs auflegen, Schallplatten und Rippen und alles. Möglichkeiten. Wunderbar, vielen Dank an euch und danke weiter so. Alles Gute, wir bleiben in Kontakt und machen weiter auf dem Gebiet. Vielen Dank. So, wir haben hier Lola Agostini, die schon zum zweiten Mal auf unseren Partys tanzt. Lola, wie hat es dir heute gefallen? Heute am europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, heute eine besonders große Online-Party. Wie hat es dir heute gefallen? Es hat mir sehr gefallen, das war auch sehr wichtig für diesen wichtigen Tag, so eine Initiative zu führen, diese wunderschönen Kollegen. Ich habe viel Energie für den Protesttag ausgegeben durch Bewegung, Tanz. Bewegung, Protest ist auch eine Bewegung, wie ein Tanz. Und ich hatte viel Spaß mit meinen Kollegen, mit DJ Anne Martina und Superstar Sound System. Sie waren sehr offen mit mir und ich konnte mich mit meiner Bewegung verbinden und mit allen hier. War einfach schön. Und Achim hat mit mir getanzt, ein wenig. Dankeschön, danke. Jetzt. Danke, Lola, das haben wir gesehen, dass du den Protest in deinen Tanz gelegt hast. Vielen Dank. So, wir haben heute hier den Sebastian von Woodman Jam auf unserer Online-Party gehabt mit seiner Band Woodman Jam Reggae zum Protesttag, zum europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Reggae ist auch so eine Musik, die für die Rechte aller kämpft. So, umso passender heute. Sebastian, hat es dir heute bei uns gefallen? Warst du heute am richtigen Ort? Ja, es war einfach ein mega schöner Abend mit so vielen verschiedenen Leuten. Viele coole Projekte, andere Musik gab es ja noch. Und wir haben uns einfach gefreut, hier bei einer Party dabei zu sein, die Gleichheit feiert. Und Musik für alle ist ja das Motto von Handiclap. Und das feiern wir schon seit Jahren, sind wir ja schon bei Handiclap dabei. Und ja, sowas muss man einfach feiern. Man muss es fordern und auch irgendwie politisch durchsetzen. Aber man muss es auch mal feiern und einfach miteinander Spaß haben. Deswegen sind wir immer wieder gern bei Handiclap. Bravo, wir bleiben dran auf beiden Seiten. Wunderbar, vielen Dank. Gut, danke. Oh.